Ich bin der Leider, grüß euch. Ich spreche Wienerisch, falls es unverständlich sein sollte, bitte irgendwie bemerkbar machen, ich fixe das Ganze. Wie man meinen Namen schreibt, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil mein Display mich nicht mag, warum auch immer. Ich muss einfach warten wahrscheinlich, ja. Ja, aber die Maus geht, aber das war es dann auch schon. Ich weiß nicht, warum momentan. Ich kann nichts ändern. Ich gebe ihm einfach noch eine Minute. Ich möchte über Standards sprechen. Das wird jetzt also kein großartig technischer Talk. Den Slapstick-Teil haben wir jetzt schon hinter uns. Es ist einfach so ein bisschen Geschichte aus dem, was ich so in meiner Praxis erlebe und welche Standards man sich eigentlich anschauen sollte. Eigentlich sollte ich jetzt da einen XKCD haben. Ich verstehe es nicht. Dann machen wir, einmal gebe ich ihm noch. Der eben so sagt, ja, Standards sind ja so ein Ding, entweder ich habe einen Standard, der mir passt. Wenn ich keinen Standard habe, der nicht passt, suche ich mir einen. Wenn ich keinen Standard finde, den ich möchte, na, dann mache ich mir halt einfach einen neuen Standard. Also Standards gibt es wie Sand am Meer. Kann man immer wieder den nehmen, den man braucht, oder sich eben einen neuen machen. Standards sind mühsam, Standards sind lästig, ebenso wie bei Videobeamern, die dann nicht wollen. Standards sind aber auch sehr praktisch, weil, denkt man mal zurück, ein paar tausend Jahre, wenn ich mich mit Ock zum Mammutjagen verabreden möchte, braucht man irgendeinen gemeinsamen Standard, A für die Sprache und B auch für wann wir uns treffen wollen, nicht? Also klassischer Standard wäre dann eben zu sagen, ja, wir treffen uns bei Sonnenaufgang, weil das ist für uns jetzt in unserer Lokalität, in unserer Höhle, in unserem Tribe ausreichend genau, ne? So prinzipiell. Jetzt wissen wir aber alle, die Doctor Who gesehen haben, und das mit der Zeit, das ist eher so timey-wimey, wibbly-wobbly, ist ja eher ein dynamisches Ding. Und wenn ich jetzt meine Slides hätte, wüsste ich auch, könnte ich jetzt auch die ganzen Texte dazu noch artikulieren. Probieren wir das jetzt dann gleich wieder mit dem Login. Geben wir ihm noch eine Sekunde. Wir brauchen aber dann in dem Moment, wo wir aus unserem lokalen Tribe, aus unserer lokalen Gruppe, aus unserer Dorfgemeinschaft rausgehen, brauchen wir eigentlich mehr. Da brauchen wir eigentlich einen übergreifenden Standard. Und das Erste, wo wir so technologisch dann mit diesem Standard gelandet sind oder den etablieren konnten, war dann so 18 irgendwas, wo dann eben für die Zugsverbindungen ein regionsübergreifendes Zeitmanagement notwendig war und dann eben unter anderem die Deutsche Reichsbahn eben eine gemeinsame Zeitzone, die mitteleuropäische Sommerzeit, für den Fahrplan eingeführt hat. War aber so, dass zwar der Fahrplan dann in der Zeitzone für alle war, das heißt, die Zeiten waren eindeutig für den Fahrplan, waren aber nicht eindeutig für die Lokalzeit, weil die einzelnen Gemeinden hatten noch immer ihre Lokalzeit, beziehungsweise gingen nach der Lokalzeit ihre Hauptstadt. Das war halt doch immer um eine halbe Stunde, Stunde irgendwo verschoben und die Fahrpläne mussten umgerechnet werden. Also schon ein leichter Fortschritt, aber noch nicht ganz so, wie man es gerne hätte. Und jetzt habe ich dann langsam, jetzt bin ich am Überlegen, soll ich es jetzt noch einmal probieren oder soll ich einfach da habe ich keine Speaker-Notes, dann weiß ich ja nicht mehr, was ich sagen wollte. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Chicken. Hurra! So, einschalten. Hallo, Computer. Hui! Also, wie gesagt, Sonnenaufgang, timey-wimey, wibbly-wobbly, Tageslänge, Bekanntmachung bezüglich gemeinsame Uhrzeit für alle, Reichsgesetz vom, Uhrzeiten um ungefähr 21 Minuten vorzurücken sein. Was dann wichtig war, um irgendwie eine gemeinsame Zeit zu finden, war den Nullmeridian festzulegen, weil es gab auch bis 18 irgendwas keinen einheitlichen weltweit geltenden Nullmeridian. Paris hatte einen, Russland hatte einen, also jede größere Hauptstadt hatte einen eigenen Nullmeridian und da gab es dann eine Konferenz in Paris, deren Namen ich jetzt nicht weiß, weil ich keine Speaker Notes habe.
den Nullmeridian eben durch das Greenwich Observatorium bei London durchlaufen ließ. Das Schöne an diesem Nullmeridian ist, dass wir ausgehend von dem Nullmeridian dann auch unsere geliebten Zeitzonen definieren können, die immer wieder für Freude und Verwirrung in der IT stiften. Das, was uns der Nullmeridian aber auch gebracht hat, war eben die Universal Time Coordinate, das heißt die UTC, die es seit 1972 gibt, wenn ich mich an meine Speaker Notes richtig erinnern kann. Ich merke mir keine Jahreszahlen, habe ich schon in der Schule nicht mögen. Wo hilft mir jetzt diese UTC? Diese UTC hilft mir zum Beispiel bei der Koordination der Arbeit an der ISS. Das sind alles Bodenstationen für die ISS, die mit der ISS koordinieren müssen, die mit der ISS konzentriert und kontrolliert Experimente durchführen müssen. Wenn man da mit jeder Lokalzeit arbeitet, ist das irgendwie ganz, ganz, ganz unpraktisch. Das heißt, worauf sich alle diese Bodenstationen geeinigt haben, von Frankreich in Europa, Deutschland, Houston in USA, genauso wie die russische Launch Control und Mission Control, man hat einfach gesagt, die ISS tickt nach UTC und alle anderen, egal wo sie sind, gehen den Rhythmus mit. Also diese ganze UTC-Geschichte ist eine sehr praktische. Wenn wir jetzt über Zeitzonen sprechen, dann haben wir diese Zeitzonen auch mit dem Datum versehen. Wenn wir mit Zeit umgehen, haben wir es oft mit US-Kollegen zu tun, die halt das Datum so schreiben, wie sie es auch sprechen. Das heißt May 4th 2018. Das heißt, das schaut dann irgendwie so aus. 2.1.13, ist es jetzt der 2. Jänner 2013 oder ist es der 1. Februar 2013 oder ist es der 3.1.2002? Also dieses ganze amerikanische Datumsformat ist schon mal eine Katastrophe. Dann haben die mit dem 24-Stunden-System auch noch so ihr Problem. Die schreiben dann lieber gern AM und PM für Vormittag und Nachmittag hin und hinten dran dann vielleicht noch den Namen der Zeitzone, also das ist Japan Standard Time. Dafür gibt es eigentlich einen Standard, den ISO-Standard 8601, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Da ist das ganz klar Jahr, Monat, Tag und dann die Uhrzeit und dann die Verschiebung der Zeitzone mit Plus oder Minus ab, jeweils gesehen vom Nullmeridian. Eindeutig, klar, verständlich und ich kann auch danach sortieren. So wie es eigentlich sein sollte. Jetzt haben wir es aber ja öfter mit diesen Zeitzonen zu tun, auch in der IT, und diese Zeitzonen ändern sich ja auch. Also jetzt hat ja Nordkorea hat jetzt angekündigt, jetzt wieder die halbe Stunde Verschiebung zu Südkorea zurückzunehmen. Das heißt, die sind jetzt dann wieder in derselben Zeitzone. Das heißt, unsere ganzen Zeitzoneninformationen müssen aktualisiert werden. Zum Glück gibt es da die Time Zone Database von der IANA verwaltet. Die haben sogar eine RFC, zu dem Thema kommen wir dann noch gleich, wie sie das Ganze tun. Und von denen gibt es regelmäßige Updates zu den ganzen Zeitzonen. Zu den Zeitzonen gehören dann auch die Country Codes, das heißt, welches Land hat welches Kürzel. Das heißt, Österreich wird jetzt nicht mit US oder sonst irgendwas abgekürzt, sondern mit AT. Das ist definiert in der ISO 3166, die aus drei Teilen besteht. Wir haben die 3166.1 mit zwei Lettercodes, also AT mit drei Lettercodes, das wäre es dann out, und auch mit einem, das Ganze in einer numerischen Variante, wo jedes Land eine dreistellige Zifferkombination hat, was vor allem in der UNO verwendet wird und auch in vielen Ländern, die kein lateinisches Alphabet verwenden, die tun sich halt leichter mit dem Zifferntippen, als jetzt irgendwelche komischen Buchstaben eingeben, die sie auf ihrem Keyboard nicht haben. Wer es dann noch genauer braucht, für den gibt es 3166.2, wo dann auch noch die Bundesländer drinnen sind. Also da kann man dann noch einmal hinunterbrechen. Und in 3166.3 werden dann noch die Codes für ehemalige Länder wie Jugoslawien, Sowjetunion und sonstige gesammelt, wenn man da quasi historische Daten braucht. Die Daten kriegt ihr alle, die könnt ihr alle aus dem Internet beziehen. Die Links habe ich dann nachher in den Slides drinnen, wenn ich sie hochlade. Was war denn jetzt dann meine nächste? Genau, ISO 8601 wird eben vom ISO-Standard, von der ISO verwaltet. ISO definiert mir eben dieses Kalenderformat, wenn ich nur Ziffern habe und keine Monats- oder Tagesnamen drinnen habe.
Das ist mittlerweile auch ein EU-Standard und damit auch ein DIN-Standard, also ein Standard nach der deutschen Industrienorm. Und dieser Standard ist gerade in Überarbeitung. Das heißt, ihr könnt euch derzeit den neuesten Draft anschauen, der nächstes Jahr aktuell werden soll. Ist vielleicht einmal gar nicht uninteressant, gibt es, also nicht erschrecken, weil da jetzt Französisch steht, das ist an und für sich alles lesbar. Also, ich spreche nicht Französisch, daher, manchmal streitet man mir darüber, ob ich Deutsch spreche, aber ich bemühe mich. Diese ISO 8601 ist dann auch noch in einen anderen Standard eingeflossen, den normalerweise die Bürokaufleute und so weiter lernen dürfen. Nein, da kommt zuerst noch was anderes. Ich kenne meine eigenen Slides nicht mehr. Wenn man jetzt diesen 8601 Datumsformat haben möchte unter Linux, sollte man am besten die lokale ENDK verwenden. Ja, das ist ein Hack. Es gibt kein Englisch-Dänemark. Aber das ist eine lokale, die mir alles auf Englisch lässt. Das heißt, ich bekomme meine englischen Fehlermeldungen, ich bekomme meine englischen Status-Messages und alles. Aber das Datumsformat ist gemäß ISO 8601. Sehr, sehr fein. Diese lokale Information wird ebenfalls zentral verwaltet, und zwar vom Unicode Common Locale Data Repository, die das auch regelmäßig updaten und aktualisieren, weil Deutsch kann ich auch, und die entsprechende Libraries für alle gängigen Sprachen zur Verfügung stellen. Also die ICU, die International Components for Unicode C Library, ist in so ziemlich allem drinnen, was ihr verwendet. Also von Android angefangen, über Apple OS, über BSDs, über sämtliche Linuxe, die verwenden alle im Prinzip diese Library. Daher funktioniert das eigentlich auch fast überall sehr, sehr fein und gut. Also wenn ihr mal nachlesen wollt oder irgendwas neu, oder eben zum Beispiel eine DEVIE für Deutsch-Wienerisch erstellen wollt und einbringen wollt, da könnt ihr das tun, wenn euch langweilig wird oder Schwäbisch oder gibt ja verschiedene Varianten. Genau, das war das, wo ich vorhin komme. Es gibt dann noch die DIN 5008, die Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung und seit 1996 auch für die PC-Textverarbeitung. Also, hallo. Definiert eben alles von Satzzeichen, Schriftzeichen, Gliederungen, wie hat ein Brief formatiert zu werden und ein Schriftstück vernünftig auszusehen. Also wenn jemand von euch in Verlegenheit kommt, doch noch einmal ein Snail-Mail-Ding wegschicken zu müssen, da würde definiert werden, wie das auszusehen hat, also mit Rahmen und wo der Adressblock stehen soll und wo das Datum stehen soll. Und was auch da drinnen stehen soll, weil darüber bin ich gestolpert, das war eigentlich einer meiner Auslöser für den Talk, da ist auch definiert, wie Telefonnummern angegeben werden müssen. Ja? Und ich betone das müssen. Die korrekte Schreibweise nach DIN 5008 wäre die hier angeführte, wo die die führende Null bei der Ortsvorwahl nicht angegeben wird, auch nicht in Klammern, sondern einfach gar nicht. Ja? Also dieses Beispiel da unten, das muss weg. Ja? Weil ich das habe, ich kann in keinem SIP-Telefon das Ding einfach anklicken. Ich muss jedes Mal copy-pasten und diese Klammer auf Null, Klammer zu, rauslöschen, damit das Ding funktioniert. Können wir das bitte einfach wegbekommen? Ja? Nehmt das DIN 5008-Format, nehmt von mir aus das E123-Format von der ETU. Der einzige Unterschied ist, die haben keinen Bindestrich bei der Durchwahl. Damit kann ich leben. Sogar das Microsoft-Format, das Sie für Ihre Telefonie-API verwendet haben, ist sinnvoller als das, was in dem Großteil des deutschsprachigen Raums verwendet wird. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich habe hier eine sehr starke Meinung zu dem Thema. Und was es natürlich auch gibt, es gibt natürlich auch eine RFC dazu, mit dem ich eine Telefonie URI, also einen Uniform Resource Identifier definieren kann. Auch der wäre in Ordnung, auch der funktioniert, wenn ich ihn anklicke. Dasselbe gibt es nicht nur für internationale Rufnummern, sondern auch für nationale Rufnummern. Auch hier wieder, die 030 ist in Ordnung, aber der Slash dahinter hat nichts verloren. Das können aber die meisten Telefonanlagen zum Glück rausfiltern. Aber wer das nicht mit den internationalen, mit der Vorwahl mitspeichert, hat sowieso am Handy verloren, weil in dem Moment, wo ich mit EU-Roaming im Ausland bin und solche Nummern habe, funktionieren sie eh nicht mehr. Also das ist sowieso hinfällig und unnötig. Das Einzige, was es noch gibt, ist es eine eigene DIN-Norm, also einen eigenen Absatz in der DIN-Norm zum Thema Mehrwertdienste, wie die geschrieben werden müssen. Also wenn ihr was aus diesem Talk mitnehmt, dann bitte nehmt eine dieser vernünftigen Schreibweisen für Telefonnummern, gerade in E-Mail-Futtern und sonst was. Ich rufe den schnell an, klick, ach nein, copy, paste, ändern. Bitte. Gut,
wenn wir jetzt schon über Telefonie-URIs sprechen, dann reden wir doch gleich einmal über die RFC 3966, Uniform Resource Identifiers Generic Syntax. Ich mache jetzt keine lyrische Lesung des ganzen Teils. Ich habe doch keine Zeit. Ich würde euch aber sehr nahelegen, das Ding zumindest einmal anzusehen, beziehungsweise wenn ihr frische Kollegen aus der Schule oder von der Uni habt, gebt denen das mal ausgedruckt zum Lesen oder auch gerne als E-Paper. Das definiert nämlich, wie so ein Uniform Resource Identifier und auch die Untergruppe der Uniform Resource Locators, die dann eben auch angeben, wo finde ich das Ganze und nicht nur was, definieren. Und zwar für alles, was wir in der IT so brauchen, von FTP-URLs, HTTP-URLs, LDAPs, Mailadressen, Telefonnummern, Telnet, okay, sollte ich vielleicht mit SSH austauschen, aber die Cisco-Admins brauchen das ja noch immer, oder? Aber wer macht denn Cisco, oder? Ja. Also das wäre so die eine RFC, wo ich sage, so, die sollte Mensch mal gelesen haben, um verstanden zu haben, wie dieses Internet und diese URIs und URLs funktionieren. Überhaupt RFCs zu lesen, empfiehlt sich überhaupt. RFCs sind Requests for Comments, also eine Bitte um Kommentar, die durch den RFC-Editor veröffentlicht werden. Das war lange Zeit der John Postel, mittlerweile ist das ein Team an Menschen. Und aus so einem RFC kann, wenn man möchte, ein sogenannter Internet-Standard werden. Das Ganze ist auf rfceditor.org ganz wunderbar beschrieben. Ich durfte im Frühjahr mit der obersten RFC-Editorin ein bisschen plaudern, was eine zweite Motivation für mich war, den Talk zu machen, weil es einfach super spannend ist, was da alles passiert und was da alles dahinter abläuft. Wie gesagt, rfceditor.org, die Ansprechseite für alle Themen RFC. Jede Person auf diesem Planeten darf eine RFC schreiben. Ihr dürft, sollt und könnt, also könnt, ihr könntet, wenn ihr wolltet. So. Bleiben wir bei dem, don't go into that. Die sind alle total lieb, total hilfreich, wenn man dorthin schreibt. Die schreiben auch zurück, gerne, du hast noch das vergessen oder mach das noch. Die sind auch gerade im Umbau, also die ganzen RFCs sind derzeit noch in 7-Bit ASCII geschrieben und in einem ganz starren Textformat. Das ändert sich heuer. Wir dürfen dann auch im Jahre 2018 Unicode-Zeichen und Umlaute verwenden in RFCs. Whee! So, also das kommt irgendwann heuer und schauen wir mal, ob das dann funktioniert und wo es bröselt, aber es wird funktionieren, sage ich jetzt einmal. So eine, RFC-Editors gehören eben zur Internet Society, die einen ganzen Haufen an Zeug machen. Da gehört eben dann auch die IETF, die Internet Engineering Task Force und die ICANN dazu. Also alles, was irgendwie im Internet-Standards-Bereich tätig ist, ist da irgendwie drinnen vergraben. Bis halb habe ich, gell? Ja. So ein RFC-Status, bisschen mehr drauf, ja, danke, kann eben informationell sein, sprich rein zur Info, so, ich habe da was, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert, experimental, wenn ich dann sage, so, ja, ich habe was, wo ich denke, das könnte ein vernünftiger Standard sein, kann ich das mal als Proposed-Standard eingeben, dann wird es irgendwann ein Draft, wenn es reviewed wurde und irgendwann ein Standard. Diese Standards können dann auch required sein, das heißt, wenn du da mitspielen willst, musst du den implementieren sauber. Es kann auch immer eine Empfehlung sein oder Elective, so, wenn es dich freut, dann mach das halt mal. So ein RFC kann dann auch obsoletet werden, das heißt, ich habe eine Version, dann habe ich irgendwas dazugelernt in einem Projekt, dann mache ich eine neue Version von dem Ding und kann sagen, dieser neue RFC löst den alten RFC ab, zeige ich jetzt dann auch noch gleich her. Eine RFC, die man lesen sollte als ITler, wäre die RFC 2119, wo eben so Dinge wie sollen und müssen und sollte nicht und muss nicht und könnte und dürfte definiert sind, also unter Technikern sollte diese Nomenklatur üblich sein. Ja? Wenn ein Techniker sagt, ich muss, dann ist es dieses Muss und nicht das Manager. Naja, aber wenn man da noch ein bisschen so muss, ja? muss nicht, should. Ne? Lesen ist wirklich, wirklich hilfreich in der Kommunikation. Ebenso der Standard 68, wo ich jetzt die RFC-Nummer in den Speaker-Notes habe und nicht auswendig weiß, der definiert mir eine erweiterte Bacchus-Nauer-Form, sprich eine Grammatik für jede Syntax, die ich in einer RFC habe. Das heißt, ich definiere mir hier die Syntax zum Beispiel für das Datumsfeld in einer E-Mail, genauso die Absenderadresse, genauso den Empfänger. Nachdem das eine Grammatik ist, kann ich die parsen und weiterverarbeiten und dann gibt es so Wahnsinnige, die machen aus einer RFC, Argumented Bacchus-Nauer-Form,
eine Regular Expression, die eine E-Mail-Adresse gemäß dieser RFC parsen kann. Das ist dann natürlich, sage ich einmal, ein wenig umfangreicher, aber es ist standardkonform. Also das, da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Es braucht dann auch vielleicht ein bisschen länger, bis es durchgelaufen ist, aber es tut. Also in der Praxis nicht benutzbar, aber ich habe hier eine BNF und die kann ich parsen und was draus generieren. Alles fein. Gut, das wäre so Leseliste, wenn jemand Zeit hat, ein paar RFCs, die ich empfehlen würde. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wären die RFC 8252, das passt sehr gut zu der Märchenstunde, die wir vor 3 Stunden hier hatten. OAuth for Native Apps. Wie mache ich Multifaktor-Authentifizierung mit OAuth mit einer mobilen Applikation sauber und ordentlich und in schön? Sehr empfehlenswert, setzen leider die wenigsten Applikationsentwickler derzeit um. Auch sehr empfehlenswert sind dann immer die RFCs vom 1. April. Das ist jetzt eben die RFC 1149, IP über AVN Carrier, sprich IP über Brieftaube. Ja? Diese 1. April RFCs werden genauer kontrolliert als jede andere RFC. Das heißt, wenn ihr eine Idee für eine 1. April RFC habt, reicht sie ein. Ihr lernt sehr, sehr viel dabei über diesen Standardprozess, wenn ihr sowas schreibt. Wie man jetzt links oben hier sieht, steht da auch updated bei 2549 und 6214. Die RFC 6214 erweitert den Transmission of IP Datagrams over AVN Carriers für IPv6. Und die 2549 macht das Ganze dann auch noch mit Quality of Service. Also, geht schon. Das ist nicht nur alles trocken, da kann man auch so viel lernen. Wenn wir schon bei trocken und Daten sind, es gibt natürlich auch eine RFC für das Thema Comma-Separated Values, CSV-Dateien, 4180. Würde so ausschauen. In der Realität schaut es meistens so aus mit dieser einen Zeile dazu, weil sonst sagt Excel, wie Comma-Separated Value, also sprich Beistrich getrennte Daten, was ist denn jetzt der Trenner bei dieser Beistrich getrennten Datei? Willkommen in der wunderbaren Welt der Standards, jeder sollte mindestens einen haben, Microsoft spielt da immer sehr gerne mit. Heutzutage macht man natürlich kaum mehr CSV, sondern es macht JSON, der ECMA-Standard 404 von der ECMA definiert eben genau die JSON-Data-Interchange-Syntax. Und eine RFC gibt es auch dazu, dankeschön. Wunderbar, ich habe danach eine Mannerschnitte für dich, hol sie dir bitte nachher. Es gibt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, darauf aufzubauen. Es gibt dann von der IBM JSON-X, um JSON als XML zu repräsentieren. Ja, Standards sind was Wunderbares. Jeder sollte mindestens einen haben. Ja? Das macht mir dann aus einem wunderbaren JSON ein wunderbares XML. Hallo! Have fun! Es geht. Hallo. Warum macht ihr das? Weil es geht. Meine Empfehlung wäre dann auch noch die 8879er ISO-Standard anzuschauen, das ist SGML. Das ist eine Auszeichnungssprache, um Auszeichnungssprachen zu definieren. ist quasi der Großvater von XML und HTML. HTML bis exklusive Version 5 konnten auch noch als SGML geparst werden, mit HTML5 hat sich das leider aufgehört. Die ECMA hat aber nicht nur JSON zum Standard gemacht, sondern auch noch viele andere tolle Dinge, so zum Beispiel C-Sharp und .NET-Technologie von Microsoft. ECMAScript hat quasi hier den Krieg in den Nullerjahren zwischen Netscape und Microsoft und JavaScript befriedet und hat auch das Office Open XML-Format im Rahmen des Technischen Komitees 45 verabschiedet. Das ist das, von diesem Office Open XML, OOXML gibt es 2 Varianten, einmal die ECMA-Variante und einmal die ISO-Variante, die untereinander nicht kompatibel sind, aber beide die Arbeitsweise von Microsoft Office abbilden. Ich bin gleich durch, du kannst dich entspannen. Der Office Open XML-Standard ist ausgedruckt übrigens das, es gibt keine RFC, die so dick ist, also nicht, dass ich wüsste. Wer das implementieren kann, ist ein Wunderwuzzi. Vor allem jetzt im Nachhinein. Das Pendant dazu wäre von einer weiteren Standardisierungsorganisation, weil wenn man einen eigenen Standard bei den bestehenden Standardisierungsgremien nicht durchbringt, dann macht man einfach ein neues Standardisierungsgremium. Auch das ist eine Option. In dem Fall ist es die Oasis Group, die dann eben das Open Office Dokument von Star Office beziehungsweise dann Open Office genommen hat und auch einem Standard zugeführt hat, der dann auch in einem ISO-Standard geendet hat. Hurra! Man sieht also, man kann nie genug Standards haben. Wenn man zu viel Standards hat, kann das aber auch so enden,
Das war der Mass Surveyor, der mit zwei unterschiedlichen Standards gerechnet hat. Einmal mit Pascal per Square Inch und einmal mit Newton-Sekunden oder so irgendwie, was dazu geführt hat, dass dieses schweineteure Objekt einen großen Krater auf dem Mars gemacht hat. In diesem Sinne sage ich, be liberal in what you accept, be conservative in what you send. Sag vielen herzlichen Dank und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Dankeschön. Keine Speaker-Notes helfen dabei, den Talk kürzer zu machen. Hallo. So, vielen Dank für deinen Vortrag. Ist das Videoteam von dem nächsten Talk schon da? Haben wir noch ein paar Minuten? Ja. Super. Gibt es Fragen? Einwürfe? Wichtige Standards, die ich vergessen hätte? Ich meine, ja, immer, aber natürlich. Gibt es eine Frage? Einen ganz wichtigen Standard, RFC 7511, Scenic Routing for IPv6. Scenic Routing. Oh. Gib ihm mal das Mikro. Ich war jetzt eigentlich fertig. Steh doch mal auf und gestehe. Was tut das? Scenic Routing for IPv6, Klammer auf, ich habe es geschrieben, Klammer zu, definiert einen neuen, was war das denn, irgendeinen Header im IPv6, wo man sagen kann, ob das Ding über Avian IP Carrier oder Richtfunkstrecken transportiert werden soll, damit es nicht so viel im Kabel ist und was von der Welt sieht. Oh, sehr schön. Danke. Wie lange hat das gedauert? Bis er durch war? Ich hatte nur anderthalb Wochen, ich war spät dran. Oh. Die Antwort ist eineinhalb Wochen, er war spät dran. Also ihr seht, auch einen 1. April RFC kriegt man zügig durch, wenn man mal sich eingelesen hat, wie das auszusehen hat. Die nehmen das trotzdem ernst. Die nehmen das sehr, sehr ernst. Das finde ich super schön. Also das ist Spaß, aber sehr ernst genommener Spaß. Probiert das mal, das ist wirklich schön. Und lest mal nach, was so schon alles gibt. Sehr schön. Ich habe auch schon IP über Bongos gesehen, aber das war keine RFC, leider. War auch sehr schön. Andere Dinge. Nö, die wollen alle schon das Demo. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich bei dir, Leira, für deinen tollen Talk. Danke an euch und noch einen schönen Abend. Dankeschön.